example, we have one here that is really, really concave. It could be big like this. I see that we have different geologies. You have looked at all these stones and studied them. Yes. What conclusions do we have here, for example? Okay. In all this, we can see they are very different, but they are mostly igneous rocks, very abrasive rocks. We can have granites and porphyries like those over there. We can have gabbros like this one, very even, much darker rock. And we also have this gneiss. We see all the lines here. That's the easy way to identify it. Yeah, and we can see the metamorphic structure here. This is yeah, very, very, very interesting. Yeah. Okay. And these are glacial boulders. I mean, do they come from far away from the Bornhöck? Because all this has been found in the Bornhöck burial mound. And so the question, of course, is how far would these materials be coming from? Could they be found in the neighborhood or not? Yes, they could have found in nearby in the region some kilometers away. They would collect these very big glacier boulders like this one's over here, very heavy, and then work around them, extracting the parts that they don't need and making the surface even to start using them, as we can see over there and in this one or this one over here. I see. How is the use life? How this seems very new, while this is more used, isn't it? Yes, yes, of course. The use life of these grinding stones would start with this stage. This is used only a little bit or just about to start to be used. We see these flat surfaces. Yeah, yeah. And after some time, we can see this getting more concave. From here, this would be the original surface. Yes. So this could be 10 years of use, more or less 1 centimeter. The handstone will go in this direction in here and probably touching this part, that is why it's more abraded. And they would reshape them by picking and maintain their tools for making them last 10, 20 years in this case. And the largest one, this one would be much larger, huh? Yeah, this one is only a fragment. It was probably broken with the taking part of the... How large would it be? Maybe like this big. Wow. We have probably a third. And it's also most of the times around 100 kilos, so we can imagine this one being a fragment. It could have weighed 200 or even more. This one was used for a very long time. We can see already the surface is very concave in all directions and very abraded, but still it could have been used for 50 years, lifetime of a person. Yeah. Das war eine Überraschung. Wir hatten durch die Mahlsteine, hatten wir im Mittelmeer gesehen, dass mit Staatsbildung eine Verschiebung des Getreidemahlens sich vollzieht. Also es gibt bestimmte Stellen, in Mesopotamien sind es Tempel, bei uns sind es Paläste oder bestimmte Höhensiedlungen, wo sich das Mahlen konzentriert. Ich hatte nie gedacht, dass das hier irgendwie etwas... Was wir dann gesehen haben, ist, dass es hier im Bornhöck, das waren die ersten Werkzeuge, die wir uns angeschaut haben, in diesem Grabhügel, diesem enormen Grabhügel, in der letzten Füllung, die sich noch erhalten hat, die letzten 60 Zentimeter, erscheinen Dutzende von Mahlsteinen. Aber nicht die Mahlsteine, die in den häuslichen Bedingungen seit dem Neolithikum verwendet werden, sondern riesige Mahlsteine. Mahlsteine, die 200 Kilo wiegen können, die über einen Meter lang sind, die möglicherweise mit zwei Personen nur noch betätigt werden, wo die Läufer, also der Oberlieger, der geschoben werden muss, 12, 13 Kilo wiegt. Sowas gibt es in der Ethnographie überhaupt nicht. Das ist viel zu schwer für eine Frau, die normalerweise in Afrika noch heute diese Aktivitäten vollführt. Also wir haben eine Technologie gesehen, die ganz klar zeigt, Getreide wurde in großen Mengen verarbeitet, das bedeutet auch angebaut und konsumiert. Warum liegen diese Mengen an Mahlsteinen? Wir haben Hochrechnungen gemacht und da kommen wir auf 450 Mahlsteine im Bornhöck, im Inneren des Hügels, des Grabhügels. Die wurden also geopfert
zur Verherrlichung dieses Fürstens, der dort mal gelegen hat. Leider ist das Grab zerstört. Und wir haben auch aus Polen, gibt es ähnliche Grabhügel, kleinere natürlich Grabhügel, wo auch beschrieben wird, da lagen Mahlsteine drin. Also es zeigt doch eine ganz direkte Beziehung zwischen einem Fürsten oder einem Herrscher, würde ich lieber sagen, und Getreide, Zentralisation, Verarbeitung, Abhängigkeit, wer hängt von diesem Getreide ab, wer hat es produziert, Steuern, wahrscheinlich wurde es steuerlich eingeholt. Auf jeden Fall hat dieser Mann oder seine Familie so viel Macht, dass die von heute auf morgen die ganzen Mahlsteine einer Region einsammeln können oder bestimmter Gebäude einsammeln können und opfern können und natürlich dann durch neue ersetzen können. Ja. Und das ist eine Dimension der Macht, die wir aus Mesopotamien kennen. Wir kennen sie in Ägypten, gibt es so Holzmodelle zur selben Zeit, wo man das sehr schön sieht, wie so eine Mühle, so eine staatliche Mühle funktioniert. Und ich kann mir das schwer vorstellen, dass dies nicht mit Staatlichkeit, mit irgendeiner Form von Staatlichkeit zu tun hat, weil wir in den Häusern der Aunia-Titsa-Kultur weiterhin die kleinen Mahlsteine finden, die in einem häuslichen Bedarf von Frauen verwendet würden. Das Interessante ist, diese großen Mahlsteine erscheinen nie in den Häusern. Sie erscheinen immer 100, 200 Meter entfernt von den Gehöften. Also müssen vielleicht leichte Hütten gewesen sein. Und wir wissen aus Texten, zum Beispiel bei den Hethitern, dass Sklaven herangezogen wurden, also Kriegsgefangene oft herangezogen wurden, um gerade diese Schwerstarbeit zu vollrichten. Und das wäre so das Modell, was im Moment am besten passt. Do you know how many kilos this one weighs? Okay. It's by heart? Over 100. Yeah. Over 100 kilos. Yeah. Great. Also. Great. Wow. So, from where is this? These grinding stones here come from Pemelte. This is earlier from Bonhoek, and it's not a burial site. This is a sanctuary with a ditch enclosure around it. In this case, it's a very big one. It's very well preserved. We can see it could last for many, many years, and it's in the beginning or 5 to 10 years of its use. We can see it's starting to have wear in this part and also upside, so you can see that the handstone would go here. So it's also a very big handstone that has to belong to this very heavy, massive grinding slabs. Yeah, so it's like a groove, which, I mean, this is over half a meter. So nearly for one person, it's even a lot. People were not that tall as today at that time. So it's really, maybe it was used with two persons. Yes, we can imagine another person can be placed here or in a different position and share the weight of this handstone or of the product in here, just pushing to one side and the other. So it's not so hard to produce. And they would invest also a few hours per day. So this is a very, very heavy task only for one person. Yeah, so this would be here the handstone. Yes. Yeah, in German der Läufer und der Unterlieger. Mm-hmm. And yeah, this one would this be. This one can also be part of this other. It could be placed like this. We can see this is already very used and it's very concave, and the handstone could be inserted in this other two surfaces, as we can see as well in this one. Yeah, and the person would be sitting like something like this, and then it would go back and forward till still today. Many, many women in the world do this daily for hours to feed their children, their families in Africa, in Central America. So it's a very, very hard work. Normally, women in Central America to grind corn, they spend 2 or 3 hours every day, which is really, we cannot imagine in our societies how tiring, what type of exercise, of physical burden
this is. So this is why these stones are a direct insight into the work and into the labor of these societies. Hier haben wir eben einen Mahlstein aus einem häuslichen Kontext, aus einem Auniatitzer Haus. Und man sieht sofort, die sind sehr viel kleiner und haben eben einen Läufer. Das ist der Oberlieger, das ist der Unterlieger. Und der Läufer wiegt eben so 2 Kilo, 2,5. Überhaupt nicht vergleichbar mit diesen 11 oder 12 Kilos, die von den Läufern in Pömmelte oder eben im Bornhöck, nicht? Und das ist so typisch, ganz identische Sachen sehen wir auch noch heute noch in Afrika oder in Zentralamerika, wo eben eine Frau an einem solchen Stein ihre tägliche Ernährung für ihre Familie herstellt, produziert. Und das ist eben das Interessante. Wir wissen, wie viele Stunden das sind. Das sind etliche Stunden, wie eine Frau hier hier dran arbeitet, um vielleicht 4, 5 Personen zu ernähren. Diese Werkzeuge bestehen aus 3 Steinen. Der Unterlieger, der Oberlieger oder Läufer und der Schlagstein oder Hammer. Für was braucht man dieses Werkzeug? Wenn der Mahlstein ganz glatt ist und der Läufer, muss er aufgeraut werden. Sonst kann das Getreide nicht gespalten werden und dadurch bekommt man auch kein Mehl. Wir wissen aus Afrika und Zentralamerika, dass so einmal in der Woche raut man die Oberflächen auf. Das war ja auch in den Mühlen. Früher mussten ja auch immer wieder die rotativen Steine aufgeraut werden. Und das ist eben schön. In diesem Fall, das ist Dahlen, das ist eine Siedlung, eine Auniatitzer-Siedlung am nördlichen Rand des Auniatitzer-Gebietes in einem Haus. Und in diesem Haus hat man alle 3 Steine zusammengefunden. Also es passt perfekt auf das Bild, das wir aus der Ethnologie eben kennen. Hier sieht man auch sehr schön auf diesem Schlagstein oder Hammer die aufgeraute Fläche. Das ist natürlich von diesem kontinuierlichen Schlagen über Jahre. Also all diese 3 Geräte sind jahrelang benutzt worden und deshalb ist die Kugel auch so rund geworden, weil man eben gerne, damit die Hand nicht wehtut, es verteilt und dann bewegt man sie wieder ein bisschen. Das haben wir auch in Afrika von den Frauen so erklärt bekommen, dass man eben und dann sich die Werkzeuge immer anders hinhält, weil sonst eben die Knöchel sehr stark wehtun, weil man muss eben schon ziemlich kräftig diese Granitsteine aufrauen. Das sind hier Quarzite und das sind Granitsteine. Was wir sehr gut sehen, ist, dass Sandstein in der Auniatitzer Zeit nicht mehr benutzt wurde. Sandstein war aber das Hauptgestein in dem Neolithikum. Also in der Auniatitzer Zeit scheint das Mahlen eine sehr viel größere Bedeutung für die häusliche Wirtschaft gehabt zu haben. Und deshalb Granit ist viel, viel härter. Aber es braucht auch viel mehr Kraft, um so einen Granitmahlstein herzustellen. Ein Sandstein ist viel einfacher zu bearbeiten als ein Granit oder ein Porphyr. Also der Arbeitsaufwand, um Mahlsteine in der Auniatitzer Zeit herzustellen, ist sehr weit gestiegen. Das ist sehr weit gestiegen. Und das zeigt uns, wir nehmen an, dass eben auch die Agrarflächen größer wurden, dass mehr Menschen lebten, mehr Menschen mussten ernährt werden. Und das zeigt sich eben in der Geologie, in der Größe der Mahlsteine, in der Abnutzungsspuren und eben auch in diesem so häufigen Hammersteine. Weil je mehr Hammersteine du hast, desto mehr ist aufgeraut worden, desto mehr Mehl ist im Grunde fabriziert worden. Das sind alles Indikatoren, wie viel Tonnen Mehl fabriziert, hergestellt wurden in einer Gesellschaft. Ja? Und da wir nicht die Landflächen haben, wir nicht mehr, wir wissen auch nicht, wie viel die Menschen gegessen haben, wir wissen nicht mal, wie viele es waren, aber durch die Mahlsteine, weil alles Getreide nur gegessen werden kann, wenn es gemahlen wird, daher wissen wir, der Mahlstein ist für uns das Element, das uns die ganze Agrarwirtschaft einer Gesellschaft erklärt. Sonst könnten wir archäologisch das überhaupt nicht feststellen, weil die Körner erhält man nur, wenn sie verkohlt sind.
von den Menschenresten kannst du nur schwerlich entscheiden, wie viele Menschen es lebten. Aber an der Menge an Mahlsteinen kannst du grob einschätzen, welches war die demografische Größe dieser Auniatitzer Gesellschaft im Vergleich zu den neolithischen Gesellschaften. Wenn alle Häuser in der Auniatitzer Zeit ihren eigenen Mahlstein hat, für was, für wen haben diese Riesenmahlsteine, um es mal so auszudrücken, gearbeitet? Für wen ging dieses Mehl? Man kann sich Priester vorstellen, Beamtentum, Handwerker. Aber bei, wenn wir sagen 450 Mahlsteine, sagen wir mal, mindestens 10 Personen wurden davon ernährt, täglich, das sind 5.000, 4.500 Menschen, drängt sich eigentlich auf, das könnte gut Militär gewesen sein. Ja? Weil wir haben in Auniatitz Priestertum, das scheinen nicht viele gewesen. So Handwerker hat es gegeben, aber die scheinen auch nicht irgendwo besonders gewohnt zu haben. Das ist die eine Linie. Wir haben also eine Masse an Überproduktion an Getreide und Mehl, die an Tausende von Menschen ging. Auf der anderen Seite haben wir die Horte von Beilen, die eben von Harald Meller interpretiert worden sind als Opfergaben von einem Militär, von militärischen Einheiten. Und das sieht man an der Proportion der Beile, man sieht es an den Proportionen zwischen Stabdolchen und Beilen. Und das scheint, es ist gut möglich, dass diese Horte mit diesen Militäreinheiten liegen, die geopfert wurden, als ein Fürst zum Beispiel starb oder einfach die Waffen erneuert wurden. Weil die Waffen sind alle identisch aus demselben Metall gegossen und haben alle für Gebrauchsspuren. Wie kann es sein, dass zum Beispiel 300 Beile über Jahre benutzt werden und dann auf einmal in denselben Hort kommen, nicht? Und so denken wir, dass diese Horte, Herr Meller denkt eben, diese Horte zeigen militärische Einheiten und die Mahlsteine passen perfekt dazu, dass diese militärischen Einheiten mit Getreide versorgt wurden, damit sie eben sich spezialisieren auf die Gewalt, auf die Verteidigung, auf die Nahme von Sklaven etc. etc. Aber Sklaventum ist nicht unbedingt außerdem ein Zeichen von Staatlichkeit. Wir kennen viele Gesellschaften, wo es Sklaven gibt aus wirtschaftlichen Gründen, aus Gewaltgründen etc. Aber wenn man diese Mahlsteine sieht, dann hat man doch das Gefühl, dass es nicht sehr angenehm sein muss, so viele Stunden mit solchen Gewichten arbeiten zu müssen. Und wir haben es ja nicht nur von den Hethitern, wir wissen es aus China, wir wissen es von den Azteken, die alle Sklaven für solche Arbeit eingesetzt haben.